Hey Leute, kaum zu glauben, aber wahr, Folge Nummer 38. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's weiter im nordamerikanischen Bereich. Ich würde gern hier diese Oberfläche bzw. diese Terrasse endlich mal zubekommen und verkleiden. Und dabei soll auch gleich das dritte Gehege irgendwie angeschlossen werden. Also das dritte Gehege im nordamerikanischen Bereich. Wir haben ja mittlerweile die Grizzlybären und die Wölfe. Und ja, jetzt gilt es irgendwie, das hier zu verkleiden. Und das war gar nicht so einfach, weil ich habe mir irgendwie vorgenommen, dass hier so ein kleiner Rückzugsort für die Tiere entstehen soll. Also unter der Terrasse und dass auch hier die Bootstour lang geht. Das heißt, die Boote fahren da durch und die Besucher können da mit Glasscheiben oder durch Glasscheiben besser gesagt durchgucken. Und ich wusste nicht wirklich, wie ich es bauen soll und habe dann einfach mal ein bisschen probiert und drauf losgebaut. Und es kann sich hier noch einiges ändern, weil ich noch nicht wirklich zufrieden bin, wie es bislang aussah. Aber ja, als erstes Grundgerüst würde ich sagen, reicht es erstmal und dient auch ein bisschen zur Orientierung. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber so wie es geworden ist, glaube ich, kann man auf jeden Fall das Ganze lassen. Aus diesem Gehege sind wieder zwei Videos entstanden, weil es wirklich zeitintensiv war und auch das Ganze hier noch verkleidet werden musste, also die Rückseite der Terrasse. Im ersten Teil sind es wirklich so die groben Gehegearbeiten, die man jetzt angehen wird, so die Umrandung, die Mauern, der Zaun und so. Und der zweite Teil widmet sich dann wirklich dem Gehege selbst, das heißt, alles ist schon fertig, muss nur noch ein bisschen geformt und dekoriert werden. Beides braucht halt seine Zeit und deswegen sind es zwei Videos geworden. Ja, und apropos Zeit, auch diese Arbeit kostete mich anfangs ein bisschen Zeit, weil ich noch nicht ganz zufrieden war mit den Mitarbeiterwegen. Ich habe das Ganze dann ein bisschen umgestaltet, damit man hier ja einfach einen schöneren Abschluss hat. Und habe dann die Treppe für die Mitarbeiter auch hier runterlaufen lassen. Sieht einfach schöner aus, finde ich. Und ja, passt so einfach besser ins Gesamtbild. Das Ganze wurde dann noch fertig verkleidet und zugemacht und dann war ich erstmal so weit zufrieden. Wie gesagt, die ganzen Dekoarbeiten und so kommen im zweiten Teil. Mir ging es hier wirklich nur um das Grobe, dass es mal erstens zu ist und zweitens dann so ein grobes Gehege mal werden wird. Aber erstmal Schritt für Schritt und der Reihe nach. Ich habe das Ganze hier ein bisschen angepasst, weil die Mitarbeiter ja nicht so lange Wege zurücklegen müssen und das Ganze einfach gar ein bisschen schöner aussieht. Das sind irgendwie so die Arbeiten, auf die ich überhaupt keine Lust habe, weil im Zoo nichts weitergeht, aber das Ganze trotzdem, wenn es fertig ist, enorm viel ausmacht und ja, muss halt einfach mal gemacht werden. Und diese Folge widmet sich halt leider im ersten Teil hier ein bisschen um, ja, so die ganzen hinteren Sachen, aber keine Sorge, es geht dann gleich weiter hier mit dem Gehege. Dadurch, dass vor der Mauer hier sowieso dann später ein Wald oder ein paar Bäume hinkommen sollen, ist das Ganze jetzt nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht hundertprozentig dicht ist oder hier und da noch irgendwo was rausguckt. Das Ganze kann dann später noch verkleidet und ein bisschen kaschiert werden. Aber erstmal, wie gesagt, sollte das zu sein und das war es jetzt auch. Und somit geht es dann auch gleich los mit dem Gehege. Hier muss ich noch einen Zaun ein bisschen verschieben und unten kommen noch ein paar Türen hin. Aber ja, jetzt ist mittlerweile die Terrasse hier wirklich rundum mit der Steinmauer zu und es ist echt viel weitergegangen hier die letzten Tage. Jetzt, wie angesprochen, noch die letzten Türen hier eingesetzt. Ich hoffe, die Mitarbeiter können da durchgehen, aber ich denke schon, warum soll es die sonst im Spiel geben? Die sollen ja nicht nur Deko sein, aber ich habe das schon öfter gesehen, dass die da durchgehen und warum nicht bei diesen Türen auch. Und wenn nicht, dann kommen die halt raus und muss mir was anderes überlegen, aber ich denke, dass das schon klappt. Hier soll dann auch der Gehegeeingang gleich kommen, das würde eigentlich perfekt passen, weil die Mitarbeiter nicht wirklich einen langen Weg zurückzulegen haben und gleich schnell im Gehege sind. Ja, mal sehen, was für ein Tier reinkommt. Das Gehege ist auf jeden Fall ziemlich groß, beziehungsweise was ich plane, ist ziemlich groß.
Und da können auf jeden Fall ein paar Tiere leben. Hier oben die Aussichtsterrasse und nach vorne weg dann das Gehege. Theoretisch wird sich so ein amerikanisches Bison-Gehege hier ziemlich gut anbieten, weil erstens die Tiere ziemlich viel essen und ziemlich viel Dreck machen. Und wenn da eine ganze Herde lebt, muss der Tierpfleger gefühlt alle 2 Minuten das Gehege reinigen. Von dem her braucht man da echt einen kurzen Weg am besten. Und ja, dadurch ich hier sowieso ein großes Gehege bauen wollte, ist, glaube ich, meine Entscheidung gefallen und es wird ein Bison-Gehege. Und ich glaube, man kann da noch andere Tiere reingeben. Ich bin mir nicht sicher, muss ich später mal nachlesen. Wäre cool, wenn es geht. Das ist aber auch jetzt nicht schlimm, wenn es nicht geht, da ich da sowieso hier vorhabe, so 6-7 Bisons zu haben. Mal schauen. Ja, habe ich jetzt mittlerweile richtig Lust darauf. Und oben mit der Aussichtsterrasse, das kann auf jeden Fall was werden. Ich war noch nicht ganz zufrieden damit, weil ja, das Ganze einfach immer, ja, keine Ahnung, so ein Rechteck oder so ein Quadrat und dann machst du da Wände rum. Das sieht immer alles irgendwie gleich aus. Und ich dachte mir so, nee, wenn unten hier so der Rückzugsort ist, könnten ja die Besucher auch mal theoretisch von oben da mal reinsehen, wie die Tiere schlafen. Und zweitens kommt auch da noch ein bisschen Licht rein, natürliches Licht. Und dann ist das nicht zu dunkel da unten. Und ja, ist mal ein bisschen was anderes. Und ja, kann man mal probieren, wie ich finde. Mittlerweile wurde aus meiner Idee mit der Aussichtsterrasse eher so eine Idee mit Aussichtshaus, so eine kleine Jagdhütte, ich weiß noch nicht. Ja, ich habe einfach mal ein bisschen rumprobiert mit verschiedensten Bauteilen, wie was gut aussieht und bin dann schließlich bei dieser Variante stehen geblieben, da mir das Holz hier ziemlich gut gefällt. Und ja, mal ein bisschen eine Abwechslung ist zu den arktischen Gebäuden, aber dennoch finde ich gut reinpasst mit der Holzoptik. Und ja, ich hoffe, die Zoobesucher gehen da auch rein und sehen sich die Tiere da drinnen an. Ich werde auch die Ausbildnerin da reinschicken, damit die da ihre Vorlesungen macht und die Tiere füttert, damit die einmal im Jahr, glaube ich, kann man die einstellen, dahin kommt. Das lockt auf jeden Fall viele Besucher an und dann wird die Hütte definitiv genutzt. Keine Sorge, die Hütte wird später noch dekoriert. Ich lasse die nicht einfach so stehen. Aber wie gesagt, erstes Video eher so die groben Bauarbeiten, zweites Video die Feinarbeiten und Dekoarbeiten und darunter fällt auch die Hütte. Ich finde das immer gut, habe ich glaube ich schon in einem anderen Video auch mal gesagt, wenn das Dach hier immer ein bisschen vorsteht. Ich finde das Ganze wirkt einfach dann noch realer und einfach ein bisschen, ja, echter und lebensgetreuer. Und ja, so kleine Feinarbeiten, da stehe ich drauf. Ja, vielleicht sollte man auch mal so dran denken, eine Regenrinne oder so reinzumachen. Aber ja, ich weiß, das sind alles richtig viele kleine Detailarbeiten, die was einen richtig aufhalten. Und dadurch, dass das Spiel richtig zeitintensiv ist, ja, braucht man halt echt ewig gefühlt, bis man hier weiterkommt. Ich habe mir gedacht, ich mache das Ganze hier lieber zu, nicht, dass die Besucher hier Müll runterwerfen oder die Tiere füttern und die dann krank werden. Und ja, mit den Fenstern und so, finde ich, sieht das Ganze dann gleich nochmal ein bisschen mehr nach Jagdhütte aus. Und vielleicht mache ich vorne die Fenster wieder raus. Jetzt im Nachhinein beim Schneiden gefällt mir das eigentlich auch ganz gut, wenn das hier offen ist. Oder vielleicht mache ich in der Mitte das Ganze raus, wer weiß. Wie gesagt, final wird man alles im zweiten Teil dann sehen. Und wenn ihr den auf keinen Fall verpassen wollt, dann dürft ihr den Channel natürlich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich extrem freuen und auch weiterhelfen. Und ja, es kommen in nächster Zeit ein paar andere Projekte auch hier auf den Channel rauf. Ich hoffe, ihr habt da drauf genauso Bock wie ich. Ich habe mir vorgenommen, demnächst ein paar Survival Games zu spielen. Bei Ark soll ja das letzte DLC rauskommen. Ich habe Ark richtig viel gespielt. Habe jetzt lange Pause gemacht und freue mich riesig auf das Game. Dann sobald Prehistoric Kingdom das Update rausbringt, was das Spiel für mich wieder spielbar macht, dann
geht es da auch weiter. Leider habe ich momentan das Problem, dass nach ein paar Minuten, so nach 20, 30 Minuten, das Spiel abstürzt und ich leider das ja immer wieder zwischenspeichern müsste, was das extrem mühselig macht. Deswegen habe ich gedacht, warte ich einfach das nächste Update ab. Vielleicht ist das damit behoben. Dann geht es da auch weiter. Und ja, generell ein paar andere Spiele werde ich ausprobieren. Würden entspannter, gemütlicher Sommer werden. Ich habe dann schon angefangen mit der ersten groben Gehegegestaltung. Ich würde gerne diesmal in dem Gehege ein paar natürliche Barrieren einbauen, beziehungsweise eigentlich das ganze Gehege aus natürlichen Barrieren bauen. Mal sehen, ob mir das gelingt, da die Bootstour ja auch irgendwie noch da durchgehen soll. Mal sehen. Ja, vorne soll so die ganze Futterstelle hinkommen und hinten soll so eine kleine hügelige Landschaft entstehen, wo dann die Bisons ein bisschen grasen, rumlaufen, schlafen, was auch immer machen können. Das Ganze ist jetzt erstmal, wie gesagt, grob nur angepasst. Ich werde dann später die Tiere reinholen und dann muss man ja das Gelände sowieso nochmal ganz neu anpassen an den Bedürfnissen der Tieren. Ob die jetzt ein bisschen Steinboden brauchen oder mehr langes oder kurzes Gras, mal sehen. Ja, erstmal hier so die grobe Gestaltung. Hier oben rechts soll dann vielleicht später so ein kleiner Rückzugsort für die Tiere auch hinkommen, beziehungsweise so ein kleiner Unterstand. Hier oben sollen dann auch ein paar so Futterstellen hinkommen, aber das ist alles erst noch Zukunftsmusik. Erstmal müssen die natürlichen Barrieren gezogen werden. Diese werde ich auch später noch mit Steine und so verkleiden und auch ein paar Pflanzen und so. Das heißt, die Mauer und so ist noch nicht final fertig. Das ist auch nur der grobe Umriss erstmal. Aber ich denke doch, die meiste Arbeit ist bis jetzt getan. Also ich habe richtig Lust, hier das ganze Gehege zu gestalten und zu dekorieren. So, die Feinarbeiten liebe ich, da kann man sich meiner Meinung nach stundenlang spielen. Hier soll dann die natürliche Barriere enden und dadurch ja auch hier die Bootsfahrt noch ist, dachte ich mir, machst du unten so einen kleinen Teich, der nicht direkt verbunden ist, sondern wo das Wasser ein bisschen ja, weniger tief ist. Und anfangs habe ich hier wieder mit den Spezialeffekten vom Wasserfall gearbeitet und dann habe ich hier dieses coole Teil gefunden. Das ist so ein breiter Block, wo auch ein Wasserfall quasi simuliert wird. Und ist mal ein bisschen was anderes. Ich habe das ein bisschen hin und her gedreht und geguckt, ob man das irgendwie hier perfekt anpassen kann. Und habe dann, ja, das genommen, habe die anderen Teile weggelöscht. Und wenn man das hier ein bisschen mit Steinen und so gestaltet, finde ich, sieht das sehr, sehr gut aus. Und wenn dann so ein Boot quasi hier vorbeifährt mit den Besuchern, schwappt das Wasser so rüber. Schade ist halt, dass es nicht im Echt wirklich so ist, dass es, wenn das Boot kommt, quasi schwappt. Aber ich finde so, wie es jetzt geworden ist, auch sehr, sehr schick. Und das Ganze wurde dann noch ein bisschen verkleidet mit Stein, Pflanzen und so erstmal. Und so dennoch finde ich schon, für die paar Minuten Arbeit ist das ganz, ganz fein geworden. Ja, und dann hat es mal wieder angefangen zu regnen und dann hat man ja gleich noch bessere Sicht. Mag ich überhaupt nicht, weil es ja einfach wirklich ein bisschen mühselig ist alles. Aber ja, wenn man das Ganze ein bisschen schneller vorspult, dann geht das auch schnell vorbei. Hier habe ich dann noch die letzten Stromschnellen. Ich glaube, die nennt man so bei so einem Fluss oder so. Ich hoffe, ich sage da jetzt nicht den falschen Namen, aber ich glaube schon. Reingebaut und dann musste auch noch dieser Bereich hier zugemacht werden. Ich habe da hier so große Steine gewählt, damit hier die Bisons definitiv nicht rüberkommen. Und somit war das Gehege erstmal dicht, meiner Meinung nach. Werden wir sehen dann im Praxistest, wenn die ersten Tiere hier einziehen, ob sie ausbüchsen oder ob meine Idee hier wirklich standhält. Und ja, ich freue mich richtig auf den zweiten Teil, wenn das alles anläuft. Damit ich hier nicht umsonst weiterbaue, habe ich dann auch die ersten Tiere bereits ins Gehege reingeholt, um einfach mal zu gucken, braucht man ein bisschen weniger Gras, ein bisschen mehr Erde, Stein und so. Aber im Großen und Ganzen hat das eigentlich schon so gut alles gepasst und die Tiere waren, wie ihr jetzt sehen könnt, ziemlich zufrieden. Das Einzige, was die ein bisschen gestört hat, waren ein paar Bäume, da die angeblich keine Bäume mögen oder nicht diese Bäume, die da außen rumstehen. Ja, sonderlich beeinträchtigt das die Tiere aber nicht, deswegen habe ich die gelassen. Die Gehegegestaltung, wie gesagt, gibt es dann beim zweiten Teil.
Jetzt ist erstmal Schluss. Ich sage wieder mal danke fürs Zusehen. Es kommen jetzt noch ein paar Cinematics. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis demnächst. Ciao.